The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Sterne fallen vom Himmel. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. 1833 erschien das letzte der Zeichen, die der Heiland als Signale seiner Wiederkunft verheißen hatte. Jesus sagte, die Sterne werden vom Himmel fallen. Und Johannes erklärte in der Offenbarung, als er in einer Vision die Szene betrachtete, die den Tag Gottes ankündigen sollten, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Diese Prophezeiung wurde auf bemerkenswerte und beeindruckende Weise durch den großen Meteoritenregen vom 13. November 1833 erfüllt. Das war das längste und wunderbarste Schauspiel eines Sternenfalls, über das je berichtet wurde. Das ganze Firmament über den Vereinigten Staaten war damals stundenlang in feuriger Bewegung. Kein Phänomen am Himmel ist in diesem Land seit seiner Besiedlung vorgekommen, das von der einen Bevölkerungsgruppe mit so großer Bewunderung und von der anderen mit so viel Angst und Schrecken beobachtet wurde. Die Erhabenheit und furchtbare Schönheit klingt immer noch in vielen Gemütern nach. Nie ist ein Regen viel dichter gefallen, als die Meteoriten der Erde entgegenstürzten. Ob im Westen oder im Osten, im Norden oder Süden, überall war es das Gleiche. Mit einem Wort, der ganze Himmel schien in Bewegung zu sein. Das Schauspiel, wie es in Professor Silliman's Journal geschildert wurde, war in ganz Nordamerika zu sehen. Von 2 Uhr nachts bis zum hellen Tageslicht war am gesamten Himmel ein ununterbrochenes Spiel von erstaunlich heller Leuchtkraft zu sehen. So spielte sich das letzte jener Zeichen seiner Wiederkunft ab, von denen Jesus zu seinen Jüngern gesagt hatte, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Nach diesen Zeichen beobachtete Johannes als nächstes großes Ereignis, wie die Himmel beiseite gerollt wurden, wie eine Schriftrolle, während die Erde bebte, Berge und Inseln von ihren Standorten bewegt wurden, und die Bösen voller Schrecken aus der Gegenwart des Menschensohnes flüchten wollten. Doch den Tag und die Stunde seiner Wiederkunft hatte Christus nicht offenbart. Der genaue Zeitpunkt, an dem der Menschensohn zum zweiten Mal kommt, ist Gottes Geheimnis. The Lord is coming.